Guten Morgen am Freitag. Ihr seht den Vlog ein bisschen später. Das Piercing ist jetzt, naja, noch nicht ganz 4 Tage alt. Und heute ist das erste Mal so ein ganz, 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 ganz kleines bisschen meine Oberlippe geschwollen. Aber wirklich nur ganz, 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 ganz wenig. Und in Vorbereitung darauf, weil ich wusste, dass es ein bisschen anschwellen will, ich habe es mir viel schlimmer vorgestellt, habe ich mir Kamillentee-Eiswürfel schon vor 2 Tagen gemacht. Das werde ich heute mal da benutzen. Ansonsten null Schmerzen, null Irritation, null Probleme. Ich hatte viel, viel mehr Probleme mit den Nasenpiercings. Hier ist gar nichts. Mega schön. Was wir heute machen werden, ich werde euch gleich mal zeigen, was ich jetzt hier schon vor mir liegen habe, was meine nächste Aufgabe jetzt gleich ist. Und dann fahre ich Secondhand shoppen. Und ich habe in Vorbereitung auf das Secondhand-Shoppen heute mal so überlegt. Ich würde behaupten, in den Kleiderschränken der Kinder ist zu 60 bis 70% alles Secondhand. Ich habe manchmal so Tage, wo meine Kinder, außer jetzt die Unterwäsche, nehmen wir mal komplett raus, wo meine Kinder zu 100% in Secondhand rumlaufen. Und auch bei mir ist es relativ viel. Es ist bei mir ein bisschen schwierig, weil große Größen Secondhand immer schwieriger sind. Aber ich würde sagen, meine aktuelle Garderobe ist auch locker 60% Secondhand. Das ist krass. Und hier warum? Zum einen natürlich absolut Thema Nachhaltigkeit, Thema Geld, aber auch, man findet Secondhand viel geilere Pieces. Viel tollere Sachen. Also auch meine Kinder können durch einen Laden laufen und nichts finden, weil das ihrem Geschmack einfach nicht entspricht. Und so ist es bei mir noch intensiver. Bei mir. Und deswegen, ich liebe das. Ich liebe das total. Und ich gehe dann aber exklusiv, glaube, das passt das Wort, nur für die Kinder Secondhand shoppen. Zeige ich euch dann nachher. Ich hoffe, ich finde ein paar gute Sachen. Und hier jetzt, was meine morgendliche Aufgabe gerade ist. Ich arbeite gerade mit diesem Buch hier von Louise Hay. Die Frau kann ich euch wärmstens immer zu allem empfehlen. Die ist wahnsinnig toll. Und die ist vor allen Dingen bekannt für ihre Arbeit mit Affirmationen. Und ich hatte mir vor einer Weile bei Thalia dieses Buch hier geholt. In 21 Tagen Freude, Liebe und Erfüllung manifestieren. Affirmationen, die lebensverändernde Kraft deiner Gedanken. Und man hat also jeden Tag ein Thema und da sind so krasse, kraftvolle Übungen dabei, die ich noch nicht kannte, die ich dann immer für mich mache und nutze. Da sind zu jedem Thema auch immer positive neue Affirmationen und sie hat so ein grandioses Talent, Affirmationen so extrem toll zu formulieren. Ich mag das sehr. Und ich habe gestern nicht alles geschafft. Gestern war mein Thema Angst. Und ich habe gestern die letzte Übung nicht geschafft, wo man sich verschiedene Themenbereiche vornimmt und da halt überprüft, was hat man da für Ängste und da dann neue Affirmationen für sich schafft. Und das mache ich jetzt noch. Und das Buch verlinke ich euch super gerne unten in der Infobox. Bevor ich euch jetzt gleich zeige, was ich gekauft habe, ich muss nebenbei die Katze bespaßen, wollte ich noch 2 Sachen erzählen. Und zwar war ich gerade beim Einkaufen sehr stolz auf mich. Normalerweise fahre ich so früh morgens wie möglich, damit da so wenig Menschen wie möglich sind. Und es gab trotzdem Zeiten, vor allen Dingen letztes Jahr, wo das trotzdem noch Angstgefühle in mir ausgelöst hat. Und heute war ich aufgrund des Secondhand-Shoppings sehr spät einkaufen. Es waren Massen Menschen. Wirklich Massen. Und als ich dann aus dem Laden rausgelaufen bin, dachte ich so, hey, das war gar nicht anstrengend, das war gar nicht schwierig, weil ich die ganze Zeit einfach bei mir geblieben bin. Ich habe nicht auf die anderen geachtet, meinen Einkauf gemacht, habe an der Kasse gewartet und gut. Und dann hatte ich heute, das ist nämlich schon mein 2. Stolzmoment diese Woche. Ich musste am Mittwoch, glaube ich, hatte ich einen verstopften Abfluss in der Küche. Da habt ihr erstmal so Abflussreiniger reingekippt. Ende des Lieds war es dann, dass ich unter der Spüle alles auseinandergeschraubt, alles auseinandergebaut
und sauber gemacht habe. Und das habe ich noch nie zuvor alleine gemacht. Ich habe es hinbekommen. Ich habe alles wieder zusammengeschraubt bekommen und alles funktioniert, nichts leckt. Da war ich auch sehr stolz auf mich. Das sind die kleinen Dinge. Und jetzt zeige ich euch, was ich gerade gekauft habe. So, ich glaube, so funktioniert das einigermaßen ganz gut. Normalerweise kaufe ich keine Schuhe. Aber wir bekommen dieses Wochenende, also heute zum Beispiel 15 Grad und dann so 10, 12 Grad. Und Svea hat eine neue Schuhgröße und noch keine Turnschuhe in der entsprechenden Schuhgröße, sondern aktuell nur Winterschuhe. Und deswegen habe ich einfach schnell die hier für 3 Euro mitgenommen, dass sie heute Nachmittag und übers Wochenende Schuhe hat, die sie halt einfach tragen kann. Das war cool, ungeplant, aber sehr cool und praktisch. Dann, das ist mein tollster Fund, habe ich für Vincent von Paris Saint-Germain. Er hat genau dasselbe Set, was ihm jetzt mittlerweile zu klein ist, schon mit Neymar. Und das ist jetzt von Messi und es hat nur 15 Euro gekostet. Mega. Da wird er sich so freuen. Dann einfach noch eine normale Sporthose. Die ist noch komplett neu. Die hat mal original 13 Euro gekostet. Ich habe jetzt heute, ich glaube, 3 Euro oder so dafür bezahlt. Und noch eine normale Jeans. Sehr lang, sehr groß, weil ich habe große Kinder. Dann habe ich für Svea schon noch eine kurze Jeans. Das hier gefällt mir gut. Gekauft. Für die habe ich, glaube ich, auch nur 3 Euro bezahlt. Und sie steht auf so japanische Anime-Prints. Deswegen habe ich dieses T-Shirt noch mitgenommen. Und das war's. Es war gar nicht so viel. Aber auch beim Secondhand-Shopping darf man gewählt aussuchen. Und ich hatte immer mit 10 Jahre Mutter, fast 11, immer zu viele Klamotten für die Kinder. Und beim letzten Saisonwechsel, quasi auf Herbst-Winter, habe ich mir vorgenommen, nur noch was nötig ist. Habe ich nicht geschafft, ich habe immer noch zu viel für die Kinder. Vielleicht schaffe ich es jetzt im Frühling, Sommer. Das, was die brauchen. Und deswegen, sie hat keine T-Shirts gebraucht. Aber, naja. Und für all das zusammen habe ich 35 Euro bezahlt. Das ist mega. Das ist mega. Bin ich sehr glücklich damit. So, jetzt habe ich gerade auch Wäsche aufgehangen und die Wohnung gewischt. Und jetzt koche ich Mittagessen und ich probiere ein neues Rezept. Und zwar mache ich Haferflocken-Pancakes. Banane für die Süße. Dann kommen da Beeren drauf. Und solche Kakaonips. Ich bin sehr gespannt, ob das eine gute, gesunde Alternative ist. Wisst ihr noch die Farben, die ich letztens bei Teddy gekauft habe? Erstmal kauft eure Acrylfarben nicht bei Teddy. Das war ein absoluter Fail. Trotzdem ist mein Bild fertig geworden. Und da ich euch ja eigentlich immer in jedem Vlog zeige, was ich aktuell lese, mache ich das heute natürlich auch. Das ist eine ältere Reihe. Das ist der erste Teil. Der ist schon 2019 erschienen. Von Laura Kneidel ist, glaube ich, das zweite, was ich von ihr lese. Someone New ist eine deutsche Autorin. Und ist, glaube ich, eine dreiteilige Reihe und liest sich bisher sehr, sehr gut an. Es geht um Mika, kommt quasi aus einem sehr guten, gut situierten Elternhaus und die hat einen Zwillingsbruder. Und ich glaube, vor 3 Monaten haben ihre Eltern ihren Zwillingsbruder rausgeschmissen, weil sie ihn mit einem anderen Mann erwischt haben. Seitdem ist sie auf der Suche nach ihm und beginnt jetzt aber ihr Studium, ist bei ihren Eltern ausgezogen und lernt Julian kennen. Und da sind wir doch schon sehr gespannt, was mit Mika und Julian weiter passiert. Ich bin nämlich noch nicht so weit. Viel habe ich noch nicht gelesen. So, das war es mit dem Vlog von heute. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wenn dem so ist, gebt dem Video gerne einen Daumen hoch. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und hinterlasst mir doch gerne einen Kommentar für den Algorithmus. Und dafür jetzt die heutige Frage, die ihr gerne in den Kommentaren beantworten dürft.
Welche Piercings habt ihr? Oder welches Piercing würdet ihr euch gerne stechen lassen? Oder wenn ihr daran gar kein Interesse habt, schreibt doch das. Ich würde mich niemals piercen lassen. Alles, was gut für den Algorithmus ist. Ich danke euch an dieser Stelle sehr und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.